Das ist der UZ80, ein 1S 80 mm Mini Quad. Ja, wird ja als Bausatz geliefert, ist aber leicht zusammenzustecken. Gute 0802 19.000 kV Motoren sind dabei, baugleich mit Mobilize 7 Motoren, also auch mit der Glocke aus einem Stück. Der F4FC hat 5 Ampere SCs und sogar eine Schnittstelle D2R2 für Crossfire oder einen invertierten R1-Einschluss für einen S-Bus-Empfänger. Auf dem Board ist aber bereits ein FR-Sky D8-Empfänger und ein 25 mW Videosender eingebaut. Den Bausatz gibt es auch mit dem FlySky-Empfänger. Jetzt zum Zusammenbau. Die gute Runcam Nano 3 Kamera wird mit der Plastikhalterung zusammengeschraubt, mit den kleinen dünnen schwarzen Schrauben. Dann kann die Kamera in die Haube eingebaut werden, mit den etwas dickeren schwarzen Schrauben. Die UZ80 Haube ist sehr robust und der Kamerawinkel kann eingestellt werden. Auf die 1,5 mm dicke Carbonplatte werden die Motoren festgeschraubt. Die Carbonplatte hat eine Diagonale von 80 mm und ist sehr leicht, aber auch sehr biegsam. Sind die Motoren drauf, dann kommen die vier Metallschrauben drauf und werden mit Plastikmuttern festgeschraubt. Eigentlich würden hier auch Plastikschrauben ausreichen. An das F4-Board werden die Vibrationsdämpfer dran gesteckt. Die Motorkabeln werden nach unten gelegt und dann kann das FC-Board draufgesteckt werden. Jetzt kommt die Kamerahaube drauf. Hier achte darauf, dass die schwarze Empfängerantenne an der Kamerahaube hoch rauskommt. Genauso sollte die Kupfer-Videoantenne nach oben zeigen. Die Kamerahaube wird mit den vier Plastikmuttern befestigt. Den Kamerastecker an das Board stecken und das abstehende Kabel nach innen reindrücken. Jetzt können die vier Motoren angesteckt werden. Die Propeller drauf. Beachte, dass die Motoren sich invertiert nach außen drehen, also von der Kamera zur Seite. Jetzt kann das Gummiband drauf, der den Akku halten soll. So werden auch die Motorkabeln festgehalten und gelangen so nicht in die Propeller. Den letzten Propeller dran stecken und schon ist der UZ80 fertig. Wiegt knapp über 20 Gramm, was schön leicht ist. Zum Fliegen ist optimal ein 450 mAh, ein S-Akku, wie hier der GNB-Akku, oder maximal würde ich einen 600 mAh Akku verwenden, wenn man draußen länger fliegen möchte. Akku dran und ich drücke den Bindknopf, damit der Quad jetzt mit der Jumper T-Lite verbunden werden kann. Auf der T-Lite Funke nutze ich das FR-Sky D8 Protokoll und binde die Funke mit dem Quad. Und schon blinkt die LED am Quad und das Koppeln ist abgeschlossen. Auf der Funke wird bereits der RSSI-Verbindungspegel angezeigt. Ab Werk ist der UZ80 auf Kanalreihenfolge TAER voreingestellt. Auf dem Kanal 5 ist der Schalter für die Motoren an und aus. Und auf dem Kanal 6 ist der Flugmodus. Liegt der Schalter bei 0, fliegt man im stabilisierten Modus. Ist der Schalter auf 1 oder 2 geschaltet, dann ist man im Acro, dem manuellen Modus. Wie man sieht, muss man den UZ80 nicht mal an den PC anschließen. Man kann nach dem Binden sofort losfliegen und der UZ80 fliegt mit Betterfly 357 sehr, sehr gut. Alles ist prima eingestellt. Und ich erreiche in der Wohnung ca. 5 Minuten Flugzeit mit dem 450 mAh Akku. Viel Spaß beim Fliegen!